Herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Wie gewohnt blicken wir am Ende der Woche nochmals zurück auf die Highlights. Am Montag war Schulstart und unsere kleine Reporterin Juma hat sich in ihrer Klasse in der Volksschule Bludenzmitte umgehört, ob sich ihre Mitschülerinnen und Mitschüler auf die Schule freuen. Nach den Sommerferien läuteten in Vorarlberg Schulen am Montagmorgen wieder die Schulglocken. Und somit startete für 47.000 Schüler wieder der Schulalltag. Für etwas mehr als 4.500 Kinder war es heute der erste Schultag überhaupt. Ich bin Juma und mein Lieblingsland ist... Die Viertklässlerin Juma und ihre Mitschüler sowie Lehrer der Volksschule Bludenzmitte freuen sich auf das neue Schuljahr. Gehst du gerne, Joel? Natürlich. Und ich komme immer wieder gerne in die Schule und freue mich extrem auf die vierte Klasse. Wie gefällt's dir in der Schule? Gut. Wie gefällt's dir so in unserer Klasse? Mir gefällt's sehr gut und ich bin super gerne in die Schule wieder. Ein bisschen aufgeregt, haben fast nicht schlafen können, aber trotzdem ist es toll. Und mir gefällt's so in der Schule und ich habe ganz gerne Freunde wie die. Und ich bin ganz gerne in der dritten Klasse. Magst du die Schule gern? Ich mag die Schule sehr gern. Darum bin ich eigentlich Lehrerin geworden, weil ich immer ganz gerne in die Schule gegangen bin. Und immer, wenn die Schule anfängt, denke ich immer, wie kommen Kinder? Sind sie schon gewachsen? Wie haben sie sich da Ferien gehabt? Und die Neuen, wie schaut der Jonas aus? Wie schaut Zoe aus? Und da bin ich ganz neugierig und habe alle schon gesehen. Das finde ich jetzt schön. Und jetzt zurück ins Studio. Beim Segelflug Grand Prix 2015 in Varese kämpften 20 Piloten um den Titel. Mit dabei auch ein Pilot aus Vorarlberg. Die Piloten werden beim Grand Prix an insgesamt 7 Wettkampftagen getestet. Jeder Tag kann entscheidend sein, denn nicht immer herrscht eine zum Fliegen geeignete Thermik. Geflogen wurde auf dem Flugfeld Aeroclub Badele Orsi direkt am Lago di Varese. Die Segelflieger bekommen vor dem Start genaue Anweisungen. Ihnen werden GPS-Punkte mitgeteilt, die sie ansteuern müssen. Auch genaue Flugangaben, wie etwa die Flughöhe, sind korrekt durchzuführen. Ansonsten gibt es Strafsekunden. Gestartet wird gleichzeitig aus der Luft. Wer als Erster im Ziel ist, ist der Tagessieger. Mir taugt es viel mehr, richtige Rennen zu fliegen, wie zu einem Grand Prix, als wie die normale Wettbewerbsfliegerei, weil hier viel weniger offene Parameter sind. Also wir fliegen gemeinsam ab, wir haben die gemeinsamen Wänden und wer zuerst da haben, ist ein Gewohner. Und das macht den Reiz aus. Ich denke auch fürs Publikum im Live-Tracking, weil man einfach gleich das Ergebnis sieht und nicht dann irgendeine Auswertung dann Stunden später erfährt, die man nicht nachvollziehen kann. Die Segelflugzeuge dürfen bei ihrer Spannweite von 18 Metern bis zu 140 Liter Wasser in den Flügeln mitführen. Damit können sie schneller gleiten und erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 250 km/h. Beim Grand Prix legen die Piloten eine Strecke von 200 km pro Tag zurück. Das ist für mich ein totaler Ausgleich zum beruflichen Leben. Und ich kann mich dabei total entspannen. Und das ist eine ganz andere Welt und das ist für mich einfach sehr schön. Erklärt Werner Amann, der in der Endabrechnung den 6. Rang belegte. Der jüngste Segelflieger im Feld ist gleichzeitig auch der neue Weltmeister, sein Name Maximilian Seyss aus Frankreich. I'm very, very happy about it, yeah. Der 21-Jährige siegte in Varese vor seinem Landsmann Christoph Ruch und dem Polen Sebastian Kawa. Mit einem ganz besonderen Dankeabend bedankte sich das Land Vorarlberg vergangene Woche bei allen Blaulichtorganisationen. Wir waren beim Festakt in Frastanz mit dabei. Der Dankeabend des Landes richtete sich an die in Vorarlberg tätigen Organisationen im Sicherheitsbereich, welche durch Ausschussmitglieder und Führungskräfte vertreten waren. Mehr als 800 Einsatzkräfte von Rotem Kreuz, Samariterbund, Berg- und Wasserrettung, Feuerwehr sowie Polizei und Bundesheer folgten der Einladung. Durch den Abend führte Kabarettist Markus Linder. Wenn man diese Bilder sieht, ist es ziemlich eindeutig. Der Wert der Blaulichtorganisation für ein Land wie Vorarlberg ist eigentlich kaum in Worte zu fassen.
Wenn man jetzt die Bilder so vor sich gesehen hat, hat man gesehen, wir sind enorm einsatzkräftig. Es war damals ein ausgesprochen hohes Maß an Solidarität spürbar. Eine extrem gute Zusammenarbeit zwischen den Organisationen. Und wenn ich da anschaue und sehe jetzt heute 800, die da sind, stellvertretend für Tausende im Lande, dann möchte ich erstens herzlich begrüßen und zum Zweiten, wie bei der Einladung, einfach einmal sagen, herzlichen Dank für den Einsatz. Der Kabarettist hatte zugleich die Ehre, auch alle 7 Organisationen auf dem Festakt vorzustellen und das mit eigens komponierten Songs. Das Rote Kreuz ist da, das freut mich ja auch so, aus Liebe zum Menschen. Wenn jemand etwas passiert, dann sind sie sofort da. Kein Mensch wird im Stich lassen, aus Liebe zum Menschen. Ich darf auf die Bühne bitten als Vertreter. Ein großes Dankeschön auch von uns an die rund 13.500 Menschen, die in Vorarlberg im Sicherheitsbereich ehrenamtlich engagiert sind. Bei der ersten Etappe des Swiss E-Peak Mountainbike-Rennens holte sich Daniel Geismeier den Titel. Eindrücke davon gibt es jetzt. Die erste Etappe des 6-tägigen Mountainbike-Rennens Perskindol Swiss E-Peak hat es bereits in sich. Ganze 95 Kilometer mussten die Fahrer und Fahrerinnen von Verbier in der französischsprachigen Schweiz nach Leukerbad im deutschsprachigen Teil des Wallis zurücklegen. Den bereits beim Prolog lancierten Spitzenkampf um Sekunden setzten die Top-Teams in der Kategorie Swiss Epic Man einen Tag später über die ganz lange Etappe eindrücklich fort. Mit 4 Stunden und 18 Minuten hatte schlussendlich das Team Centurion VD mit Jochen Kess und dem Dornbirner Daniel Geismeier knapp die Nase vorn. Heute die größere Herausforderung war im Prinzip für mich der Anfang. Die ersten 50, 60 Kilometer waren für mich sehr, sehr hart. Ich habe keine richtige Luft gekriegt. Habe immer versucht, die Löcher so klein wie möglich zu halten zu den Spitzenteams. Habe mich dann immer wieder zurückgekämpft und ja, das war im Prinzip für mich die größte Herausforderung. In der Abfahrt habe ich dann auch immer wieder ein bisschen Zeit gut machen können. Wir sind gut unterwegs bergab und zum Schluss haben wir natürlich nochmal aufdrehen können. Matthias Flückinger, der ist ein bisschen kaputt gegangen am letzten Anstieg gleich unten rein und somit haben wir die Initiative ergreifen können und den Sieg für uns entscheiden. Ja, zum Schluss waren wir jetzt richtig gut, haben wir gute Beine gehabt. Der Jochen hat am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, aber wie ihn kennen, hat er sich zum Schluss ist er immer stärker geworden und am Schluss haben wir dann richtig durchziehen können und die Etappe heute für uns entscheiden können. Und ja, das freut mich natürlich, weil ja, gestern beim Prolog waren wir Fünfter, wir haben schon gewusst, es geht mehr. Und jetzt der Sieg heute hat das, denke ich, bestätigt. Kees und Geismeier nahmen ihren Verfolgern Alban Lakata und Christian Hinek vom Topic Ergon Racing Team auf 95 Kilometer gerade mal 8 Sekunden ab. Den dritten Tagesrang holten sich mit 4 Stunden und 23 Minuten Lukas Buchli und Matthias Flückinger vom Team Bikes Stöckli. Die Top-Favoriten der Herren waren damit einmal mehr eine Klasse für sich. Bei den Frauen setzten sich Annika Langwart und Ariane Kleinhans durch. Das war's auch schon wieder von Ländle TV, der Tag, den Wochenhighlights. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wir sehen uns dann am Montag wieder. Machen Sie's gut. Tschüss. Ich kaufe gerne im Direktvertrieb ein, weil ich durch meine Praxis, durch meine Tätigkeit tagsüber sehr ausgebucht bin. Der Direktvertrieb ermöglicht mir, besonders am Abend, mich über meine Produkte, die für mich sehr wesentlich sind, genau zu informieren. Das schätze ich sehr. Und Sicherheit gibt mir die Golden Card von der Wirtschaftskammer. Mobil, modern, menschlich. www.derdirektvertrieb.at Am Sonntag ist es stark bis dicht bewölkt und es regnet zeitweise. Dabei ist es recht kühl und die Schneefallgrenze liegt bei 2000 Meter. Am Montag beruhigt sich das Wetter ein wenig, vor allem am Vormittag sind aber noch ausgedehnte Hochnebelfelder verbreitet. Und am Dienstag Regenschauer bei Temperaturen von 11 bis 16 Grad.